Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lara Joos und ich bin 20 Jahre alt. Letztes Jahr habe ich mein Abitur gemacht und im September mein FSJ hier begonnen. Meine Einsatzstelle ist hier der Landkreis Marow-Biedenkopf und genauer gesagt auch mein Fachdienst Bürgerbeteiligung und Ehrenamtsförderung. Wie der Name schon sagt, es teilt sich in zwei Bereiche, in Ehrenamtsförderung und Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung teilt sich ein in projektbezogene Sachen. Wir haben sehr viel mit den Mitarbeitern, interne Mitarbeiter zu klären, aber auch externe holen wir ein. Sehr viel Kooperatives und auch Teamfähigkeit ist hier gefragt. Wir haben solche Projekte bei der Bürgerbeteiligung wie Radverkehr, Fairtrade und Jugendbeteiligung zum Beispiel. Das ist so ein grober Umriss, aber es gibt noch viel, viel mehr. Andererseits haben wir auch die Ehrenamtsförderung. Die Ehrenamtsförderung, die steht dazu da, den ehrenamtlichen Personen aus dem Landkreis und Vereine und Organisationen unterstützen, zu helfen bei Fragen, bei Anregungen. Man kann bei uns aber auch Orden und Ehrenzeichen beantragen und anregen. Ich selbst, meine eigenständigen Arbeit, arbeite ich sehr viel mit Microsoft Office Programmen, wie zum Beispiel Word, Excel, aber auch Publisher. PowerPoint ist euch wahrscheinlich von der Schule schon bekannt. Publisher war mir sehr fremd und man kann damit solche kleinen Kärtchen sogar erstellen. In meinem Team, in meinem Fachdienst bin ich sehr angekommen. Die haben mich direkt wie ein vollwertiges Mitglied aufgenommen und ich bin sehr zufrieden mit denen zusammenzuarbeiten. Aber beworben habe ich mich über meinen FSJ-Träger. Der FSJ-Träger ist der IJGD und dahinter versteckt sich auch weitere, abseits dieser Einsatzstelle, weitere Angebote wie die Seminarwochen, die wir hier haben. Ich finde es wirklich bereichernd, dass das hier angeboten wird und würde es auch weiter empfehlen. Sofern ihr euch informieren wollt, könntet ihr über über meinen Träger, FSJ-Träger, IJGD, auch informieren. In dem Sinne, dass ihr euch bei Denkmalpolitisch die Instagram-Seite euch anguckt. Darüber habe ich mich auch informiert. Oder halt über unsere Homepage. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.